Rafael Guerreiro gehört zu den dienstältesten BVB-Spielern. Seit Juli 2016 kickt der Portugiese nun schon in Dortmund. Im Exklusivinterview mit Sport1 schwärmt er unter anderem von einem Bayern-Star. Alfonso Davies von den Bayern ist echt stark. Davies ist körperlich robust und technisch sehr versiert. 177 Spiele bestritt Guerreiro bisher für die Schwarz-Gelben. Wie die Zukunft des Linksverteidigers in Dortmund aussieht, ist noch offen. Ich hatte in der Vergangenheit auch die Möglichkeit zu wechseln, aber ich stehe auf Stabilität. Wenn ich mich in einem Verein wohlfühle, und das ist beim BVB absolut der Fall, dann bleibe ich gerne. Wenn ein anderer großer Verein kommt, denke ich natürlich nach. Aber ich sehe meine Zukunft aktuell in Dortmund und nicht woanders. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft 2023 aus. Manchester United hat Cristiano Ronaldo Jr., Sohn von Superstar Cristiano Ronaldo, für die U12-Mannschaft unter Vertrag genommen. Wie sein berühmter Vater läuft der Elfjährige in Zukunft mit der legendären Nummer 7 auf dem Rücken auf. Zuvor kickte Cristiano Jr. für die Nachwuchsakademie der Red Devils. Der Sohn des Portugal-Kapitäns träumt von einer Karriere als Profifußballer, wobei sein prominenter Vater mehrfach betonte, keinen Druck machen zu wollen. Shaun White versuchte alles, um sich seinen Traum von einer erneuten Olympiamedaille zu erfüllen. Der Snowboard-Superstar wollte bei seinem letzten Olympia-Auftritt in der Halfpipe allen zeigen, dass er trotz seines Alters von 35 Jahren noch zu Topleistungen fähig ist. Das ist ihm auch gelungen. Für eine Medaille reichte es für den US-Amerikaner dennoch nicht. Am Ende schrammte White knapp an Bronze vorbei und wurde Vierter. Aaron Rodgers wurde zum zweiten Mal in Folge als wertvollster Spieler einer regulären Saison ausgezeichnet. Vor dem Quarterback der Green Bay Packers war das nur vier Legenden gelungen. Der 38-Jährige war in der abgelaufenen Saison auf 37 Touchdowns gekommen und das bei nur vier Interceptions. Einmal mehr führte Rodgers die Packers zum Nummer 1 Seed in der NFC. In den Playoffs scheiterte er aber an den San Francisco 49ers. Schon lange gab es Gerüchte um einen Wechsel von James Harden von den Brooklyn Nets zu den Philadelphia 76ers. Nun ist der Wechsel vollzogen. Für Harden kommen Ben Simmons und Andre Drummond nach Brooklyn. Für Dennis Schröder ist seine Zeit in Boston schon wieder beendet. Die Celtics schicken den deutschen Nationalspieler nach Houston und bekommen dafür Daniel Theis zurück. Für den Point Guard Schröder, der gemeinsam mit Enes Freedom und Bruno Fernando nach Houston getradet werden soll, ist der Transfer ein sportlicher Abstieg. Die Rockets liegen in der Western Conference aktuell auf dem letzten Platz, die Celtics sind Siebter im Osten.